So, hallo und herzlich willkommen. Heute ein neues Video, mal wieder Escape from Tarkov. Uns hat jetzt mal beschäftigt dieses PMC und Friendly Scuff Exit. Ich habe da mal irgendwo gesehen, dass einer mega fette Belohnung bekommen hat und da habe ich gedacht, ey, das muss mich auch mal checken. Jetzt, nachdem ich stundenlang auf Reserve und Woods auf dem Exit als Scuff rumstand oder als PMC und niemand gekommen ist oder ich einfach getötet worden bin, habe ich gedacht, wir probieren es mal im Squad und es hat geklappt. Wie es ausgeht, seht ihr natürlich gleich im Video und was wir für Belohnungen bekommen haben auch. Ich würde mich mal interessieren, habt ihr das schon mal probiert irgendwie, dass ihr dort zum Exit gelaufen seid als Scuff oder als PMC und gehofft habt, dass ihr ein Friendly Scuff oder ein Friendly PMC trifft? Oder denkt ihr, das ist einfach zu unnormal, dass es natürlich passieren kann? Und ja, das dachten wir eben auch, beziehungsweise ich habe es probiert und deswegen haben wir es jetzt im Squad gemacht. Und ja, ihr seht jetzt, wie es weitergeht. Schreibt auf jeden Fall mal in die Kommentare und lasst gerne einen Daumen hoch da, abonniert den Kanal und schaut gerne auf dem Livestream-Kanal vorbei, twitch.tv hangemau live. Nee, das zählt Das nicht, ist ja. ja das. Du musst halt zufällig, wenn dann auf dem Server landen. Ist nicht mehr so einfach wie früher. Ja, 21 oder 9. Ja, 21 dann. Ja, okay. Du Schauen weißt, wo das Exit ist, oder? wir mal. Ja. Da in der Nähe vom normalen Exit. Zwischen dem Tank, wo das der grüne Rauch sein muss, und dem Exit hinten ist dieses Tor an der Wand, wo die Schienen reingehen. Und da ist das. Ich weiß. Ich werfe mich jetzt auch mal in die Queue als Gaff. Ja, ich Ich hätte es bin auch übrigens gesagt. als, ich bin schon Ladebeute auf jeden Fall. Okay. Müsste ich Bitte, jetzt bitte, bitte. 22 Uhr gehen, ne? Ja. Ja, ist auch keiner in der Lobby, um hier überhaupt eine Wurzel zu droppen. Das wird safe so sein, dass wir reinkommen. Ja, aber willst du warte mal, eigentlich dann noch probiere ich das runterkommen? auch mal. Also, ihr macht Woods 22 Uhr Ja, Scuff, warte oder mal lieber noch 2 Minuten. Über 7LH7. Ha, ich bin drauf. Nice. Wir kommen mal Aber, ran. warte mal, Aber scheiße bauen, oder? Natürlich, Alter. Boah, wollt ihr nicht noch eine Sekunde warten? Vielleicht komme ich auch noch drauf. Stell dir vor, Ja, zwei wir haben. und Jörg muss ja TMC. auch schon mal herlaufen. Kann auch sein, dass er abgeschossen wird in der Zeit. Das ist halt das. Jetzt ist er auf dem gleichen Server, jetzt muss er noch hier durchgeiern. Jetzt war sie da, wo das der Hochsitz vom Ja, Mädels. okay. Ja, gut, wenn du Glück hast, kommst du da sogar noch durch dann. Dann gleich Stimmt. stehe ich so aus, aus Reflexe knall ich ab. Hm. Richtig scheiße. Ich bin heute schon ein paar Mal bei Reserve. Ohne Witz, ich habe mich einfach als Scuff so hingestellt in das Exit und gewartet so. Bin auch so weggegangen, hab so Messer in der Hand gehabt, hab teilweise die Ladebeute. ganze Zeit F1 gespammt. Hast du einen Freund gesucht? Ja, Mann. Ganz ehrlich, Uwe, ich sag dir ganz ehrlich, meine beste X7 LH7, ich bin auf eurem Server, Jungs. Alle kommen ran. Ich bin, glaube ich, Scuff House gespawnt. Oha, da muss ich Gas geben. Auch am Arsch zur Welt. Oder? Wo bin ich? Laufen welche mit Taschenlampe rum? Ja, dann bist du Scuff House. Geh gleich rechts am Wasser entlang und jogg rüber. Ja, Uwe, klar. ich bin jetzt da in diesem Waggon, der da steht. Denn Okay. müsste also. Ich habe Hör ich auch dich jetzt schon schon? eine Weile nichts mehr gehört. Nee. Doch, jetzt höre ich dich, jetzt höre ich dich, jetzt höre ich dich. Ich bin rechts von dem Tor. Ich bin rechts von dir, da im Gebüsch hocke ich. Also jetzt links. Kannst du hier mit hinlegen. Ja, ist ja leise. Nicht, dass du jetzt noch jemanden anlockst. So wie gesagt, Jungs, wenn euch das dazu Ich gefährlich sehe ist, was ihr wisst da. nicht aufgefahren, ne? Echt? Ja, das ist halt der grüne Punkt von deinem Nachtsicht, Ach Alter. so, ich muss mal ausschalten. Ja. Die grünen Punkte von der Night Vision, da kann ich euch ein Lied von erzählen. Boah, Junge, die Hexenaugen des Teufels. Boah. Du weißt aber, du weißt nicht, wie geil das Gefühl ist, wenn du die auf den Boden fallen siehst auf einmal. Wenn die auf einmal sich da unten bewegen. Ja, dann weißt du auch ganz genau, du hast doppelt Fleisch gemacht. Also ich. Da läuft einer vor mir. Shit. PMC oder was? Weiß ich nicht, aber der rennt zum Exit da hinten, glaube ich. Ich leg mich mal kurz hin. Ja, chill kurz, Mann. Scheiße, ich glaube, der hat mich gehört. Der ist stehen geblieben. Ne, ich drehe einfach um, ich renne auch nochmal zurück, Jungs. Oh, ich war da hinten noch. Ich komme Ah, jetzt. du bist. Ah, guck mal, siehst du mich auf der Straße? Ja, ich komme auf Straße. Jo, ich bin das ja. Как, блядь, свинь еще подрезал. Подрезал одного. Разделал нахуй, как бог тебе. А что не дрезет? Алло, алло, wie krank das jetzt ist. Krass, das funktioniert einfach Holy wirklich. Shit, Alter. Ich hab richtig Angst. Jetzt kommt jetzt irgendwas muss ich auch bei den Stream gucken. Oh, voll die lange Extraction. Oh,
Boah, da bin ich aber mal gespannt, was jetzt passiert. Ich hoffe, jetzt kommt einfach einer. Knallt jetzt alle drei einfach mal. Granate, so klick, 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 klick. Oh! Alter, mein Herz, Mann. Das war nicht so was. Dass ich mich erschrocken habe. Jetzt will ich wissen, was der Uwe kriegt, Alter. Alter, jetzt bin ich richtig gespannt. Ich bin mal gespannt. Wahrscheinlich so ein E-Fuck und irgendwie. Ja, ich hab allein, ich hab's echt schon gesehen, so TT mit Magazin, Alter. Okay, weiter. Schon mal stabile 450 XP. Ja, oh, ich bin richtig aufgeregt. Ich hab eine Nachricht. Alter, habt ihr eine Nachricht? Ihr habt jetzt echt keine Nachricht, oder was? Warte, ich kann dir das mal sagen. Ich bin ja wieder in so einem 6-Stunden-Loop. Was ist mit Tarkov heute wieder los? Schwierig. Ich glaube, der buggt bei mir deswegen, ne? Ehrlich, also so lange dauert das nie bei mir. Ich glaube, der kommt da gerade nicht drauf klar, dass ich so rausgegangen bin mit dir. Der denkt sich, hey, what the fuck, wer macht denn sowas, Alter? Das kann doch nicht sein. Und du hast beide mitgenommen, oder was? Ja, yeah, müssen was? Beide, zwei Scuffs und einen PMC jetzt quasi raus. Jo, ich habe auch eine Nachricht, ich weiß aber nicht, ob das vielleicht mach mal das an. Jo, Fans hat mir auch was geschickt. Ich sag's doch, Alter. Jo. Sag was. Soll ich erst aufmachen? Ja, mach auf. Da komm, dann geh ich hier mit dem Stream, mach mal an. Oh, ich bin gespannt. Zwei. Warte. Ich muss gleichzeitig. Ich bin gerade im Hauptbildschirm laden. Ich habe gehört, dass du einen meiner Männer geholfen hast zu beleben. Nobler Zug hier sehe, das ist ein Zeichen meiner Dankbarkeit. Was steht bei euch dran? Verdammte Arbeit ohne Blutverlust herauszukommen. Hier, nimm diesen Aufbau und meinen Respekt. Aufbau? Hört sich nach Waffe an irgendwie. Also ja, dann check mal, was ihr gekriegt habt. Ja, komm, Jörg. Nichts. Mach du zuerst auch einfach. Also lächerlich. Oh nee, was hast du gekriegt? Also eine Tots, irgendeinen beschissenen Waffenlauf, ein Laser und irgendein komisches anderes beschissenes, eine Schulterstütze. Ja, okay. Nico, du? Also richtig madig. Ein Exfil-Helm. Der ist doch Das schmeckt schon wieder besser. Dann klicke ich jetzt mal drauf. Und ein Magazin, eine silberne Kette und Zusatz Fleece, Kombi, B3-Kombi und Apollo-Zigaretten. Also mache ich ungefähr einen halben Resort-Run und hab mehr Rubel. Läuft, okay, das war's. Aber gut, wir müssen jetzt nochmal ein oder zweimal noch irgendwann mal probieren, ja, so Just for the Lulz. Da wird halt schlechter und guter Loot rauskommen, aber war mal witzig jetzt zum Checken. War schon cool. War korrekt. Ich hätte aber interessant gefunden, also ich hätte schon die Hoffnung gehabt, dass wenigstens einer irgendwie einen Schlüssel bekommt. Halt keinen wertvollen, aber irgendwie. Also ja, müssen wir nochmal checken. Also wenn es immer so low-Ding kommen, dann, aber ich fand es schon jetzt aber stark so, auf jeden Fall, dass halt Scuff und PMC was kriegt. Das fand ich jetzt extrem wichtig. Und vorhin, dass man mit mehr als einem Scuff rausgehen kann. Ja. Sagen wir so, der Helm kostet auch 165 €. Ja, also der Exfil-Helm ist schon zumindest brauchbar. Also guter Helm. Ja, aber das ist jetzt. Und ist alles Find and Raid, was ja auch nice ist auf jeden Fall. Bräuchte schon eher da so eine rote oder blaue. Hey, ja, okay, das wäre halt krank. Aber die kann halt auch droppen, aber ist halt wahrscheinlich. Naja.